Ja, ich sehe, dass die ersten Pferde bereits den Führing verlassen haben. Ganz kurz einmal einen Überblick. Es handelt sich hier um das Sparda 143. Deutsche Derby. Rennen der Europagruppe 1, Kategorie A. 500.000 Euro kommen zur Ausschüttung. Außerdem Besitzerprämien in Höhe von 125.000 D-Mark. Euro, Quatsch. D-Mark? Nee, das war mal, ne? Lange her. Ja, die Parade wird angeführt, doch nicht von Baltic Rock, der kommt in der zweiten Abteilung. Sie wird angeführt von der Programmnummer 9 von Mano Diao. Und da steckt schon eine ganze Menge Derby-Erfahrung dahinter, wenn man WH Sport international als Besitzer nimmt. Denn 2003 war der Dai Jin der Derby-Sieger hier in Hamburg-Horn und wurde von ihm gefeiert, Mario Hofer. Bislang hat ihm noch keiner einen Derby-Sieg beschert. Er hat sich mit zweiten Plätzen befriedigen müssen. Dafür aber Frederik Johansen, der Reiter von Mano Diao, der war bereits zweimal im deutschen Derby erfolgreich mit Adlerflug und mit Wiener Walzer für das Gestüt Schlenderhahn. Dahinter Joseph Boyko, der letztjährige Sieger mit Waldpark. Mit Andolini für Thomas Gehrig und Andreas Wöhler ist der Trainer von Andolini. Ihm folgt Nostro Amico für den Stall Mercurius. Auch hier ist Mario Hofer der Trainer und André Best der Jockey. Er hatte eine ganz große Karriere vor sich und ausgerechnet 1993 ritt er den Favoriten Coronado und das klappte nicht. Und das hat man ihm irgendwie übel genommen, unverdientermaßen, wie er in den letzten Jahren gezeigt hat. Für meine Begriffe der Topmann unter den Leichtgewichtsreitern, André Best. Dann folgt Milord für das Gestüt Schlenderhahn, Erfolg gewohnte Schlenderhahner Farben, Jens Hirschberger. Er hat sie zuletzt noch in Ascot vorne gesehen mit Adrie de Vries, mit Energizer. Milord ist ein Trainingsgefährte von Adlerflug und Wiener Walzer oder ein Stallgefährte von Adlerflug und Wiener Walzer, die sich hier durchgesetzt haben. Und Monsoon war ja selbst Zweiter, der Vater von Milord im deutschen Derby. Dann kommt Anakin Skywalker. Er trägt jetzt die Farben des Stalles 5 Stars oder 5 Stars. Pavel Wovchenko ist der Trainer und der Reiter Daniele Percou. Dahinter mit der Programmnummer 13 ist Russian Song. Eugen Frank steht vor seinem ersten Derby-Ritt. Andreas Wöhler ist auch hier der Trainer und der Besitzer der Rennstall Darboven. Es folgt noch die Programmnummer 15 Macau mit Alex Peach. Der Trainer Roland Jubac hat bereits 4 Sieger während des Meetings hier gesattelt. Einen davon für Thomas Gehrig, der mit 2 Pferden vertreten ist. Und dann kommt die erste Gruppe an zweiter Stelle. Und vorneweg der Favorit des Rennens 18-14 steht Dr. Christoph Bergglas Novelist. 4 Starts, 4 Siege, mehr kann man nicht machen. Jedes Mal hat er überlegen gewonnen, der Monsunsohn. Er wird trainiert wie Waldpark im vergangenen Jahr von Andreas Wöhler. Und er wird geritten vom viermaligen Champion-Jockey von Eddie Pedrosa. Novelist ist hier der klare Favorit und sein Hauptgegner kommt aus dem eigenen Stall, denke ich mal. Stall 24 steht da drüber, es ist der Deckname für Claudio Pizarro und Tim Borowski, zwei Spieler von Werder Bremen, die diesen Black Arrow ihr eigen nennen. Und der Reiter, der ist hier nicht nur hier bekannt, der ist weltbekannt. Lanfranco Frankie Dettori, er hat ja das deutsche Derby bereits mit Temporal gewonnen. Andreas Wöhler hat es bereits 3-mal gewonnen mit Big König, mit Belenus und im vergangenen Jahr mit Waldpark. Dann kommt Salon Soldier mit dem deutschen Champion-Jockey. 2-mal war er an der Spitze der deutschen Jockey, Philipp Minarek. Für den Stall Horn-Oldendorf, auch hier kein Unbekannter, denn Ostland war bereits Zweiter im deutschen Derby. Das war 2008 hinter Kamsin. Peter Schögen ist der Trainer. Feuerblitz hat bereits Derby-Erfahrung, er hat bereits gewonnen in Italien. Robert Heflin ist der Reiter von Feuerblitz, der trainiert wird in München von dem jungen Michael Figge, der hier seinen zweiten Derby-Starter nach Double Handful für Patrick Bertermann am Ablauf hat. Dann kommt Girolamo.
Andra Starke, der Reiter, fünfmal im deutschen Derby hat er bereits gesiegt. Peter Schürgen ist der Trainer und damit habe ich ja eigentlich auch das Dream Team genannt. Dane Dream, Prix de l'Arc de Triomphe, alle in einem Begriff. Das Gestüt Ebbesloh hat denn das deutsche Derby noch nicht gewonnen. Vielleicht ist das heute zum ersten Mal. Und Andrasch hat ja so einen Zwei-Jahres-Rhythmus in einen Vier-Jahres-Rhythmus umgeändert. Er ist mehr als Außenseiter. Dann kommt Pastorius für den Stall Antanando. Auch hier ist Mario Hofer der Trainer und Terry Hellier der Jockey. Er hat bislang noch kein Derby gewonnen, aber er war heute bereits zweimal erfolgreich. Last but not least, die Pferde sind natürlich schon aufgaloppiert, folgt Gestüt Amalans Baltic Rock. Und wie bei dem einleitend erwähnten Pferd ist auch hier schon Derby-Erfahrung unterwegs. Für das Gestüt Ammerland siegten nämlich Borgia 97 und Boreal 2001 und vorher 1988, da hieß das ganze Unternehmen noch Stall Macassar, war man auch schon im deutschen Derby erfolgreich. John David Hillis ist der Trainer von Baltic Rock, der zuletzt das Bremer Derby Trial gewann. Der damalige Rennkommentator hat gesagt, das war eine sehr gute Leistung und ich kann das auch bestätigen. Gary Hind, 44 Jahre alt, ist der Reiter von Baltic Rock und alle 14 Kandidaten sind inzwischen zur Startstelle. Was soll ich sagen, 2400 Meter fürs deutsche Derby ist ganz normal. Aufgaloppiert. Novelist ist in Position. Daneben kommt dann Black Arrow heran und dann fehlt noch einer. Das ist der Pastorius, der wird ganz außen starten. Zwei Pferde noch außerhalb. Black Arrow ist hineingegangen. Bei Pastorius ging es ganz schnell. Und Boxen auf zum Sparda 143. Deutschen Derby. Das Feld formiert sich und in vorderer Linie Russian Song an der Spitze. Manu Diao geht diesmal nach vorne. Im Oppenheim-Union-Rennen wurde er vom letzten Platz geritten. Heute marschiert er an der Spitze, am Ziel vorbei, sofort dabei an der Innenkante. Macau, Black Arrow, Feuerblitz an vierter Stelle. Fünfter ist dann Milord, an der Innenseite Russian Song, dicht auf Baltic Rock, dann Sullen Soldier, dahinter Girolamo mit Novelist an der Innenseite, dann Pastorius, Andolini und schließlich Nostro Amico mit Anakin Skywalker. So geht es in den Wandsbecker Bogen und gleich in die Gegenseite hinein. Macau hat das Kommando übernommen vor Manu Diao in idealer Position, dahinter an dritter Stelle Black Arrow, dann Feuerblitz. Milord ist Fünfter. Die Gegengerade ist erreicht und die Führung unverändert bei Macau. Der bestimmt die Pace. Dann ist Manu Diao an zweiter Stelle, dritter Black Arrow. Dahinter kommt eine Gruppe mit Milord. Dann ist an der Innenseite Russian Song zu sehen. Sullen Soldier, Girolamo wird überholt außen von Novelist. Der ist ein wenig auf dem Vormarsch. Allerdings die Spitze bei Macau. Macau führt unverändert von Manu Diao. Dann Black Arrow, dann dicht auf ist an der Außenseite Milord, an der Innenseite Russian Song. Dicht auf ist Feuerblitz, dann Sullen Soldier an der Innenseite, Novelist Nostro Amico. Das sind die nachfolgenden Pferde. Es geht in den Bogen hinein. Macau hat die Spitze, Manu Diao dicht auf im Horner Bogen. Diese zwei Pferde jetzt Kopf an Kopf. Dann ist Milord an der Außenseite noch weiter außen, also in Position. Macau führt weiterhin von Manu Diao. Und dann greift schon Black Arrow an. Milord ist da. Wo ist Novelist? Jetzt noch an 10. Stelle. Außen wird er angreifen. Es geht gleich in den Einlauf auf die entscheidenden 500 Meter. Und die Führung bei Macau noch an der Innenseite kommt. Sullen Soldier. Und da ist Black Arrow. Black Arrow geht nach vorne, wird angegriffen von Baltic Rock und von Girolamo an der Außenseite. Novelist, Black Arrow, Girolamo. Und dann kommt Novelist, aber mit Baltic Rock, Girolamo. Girolamo an der Spitze und außen kommt Novelist. Novelist, 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 die Alster brennt, die Alster brennt. Novelist mit Girolamo außen, der Sieger. Pastorius hat gewonnen. Pastorius mit Terry Hellier hat außen gegen Novelist und gegen Girolamo gewonnen. Wo kam der denn her? Den habe ich im letzten Moment gesehen, aber er hat gewonnen. Definitiv ganz außen. Die Alster brannte für Pastorius. Es geht gleich in den Einlauf auf die entscheidenden 500 Meter. Und die Führung bei
Macau noch an der Innenseite kommt Salon Soldier und da ist Black Arrow. Black Arrow geht nach vorne, wird angegriffen von Balticorp und von Girolamo an der Außenseite. Novelist, Black Arrow, Girolamo und dann kommt Novelist aber mit Balticorp, Girolamo, Girolamo an der Spitze und außen kommt Novelist, 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 die Alster brennt, die Alster brennt. Novelist mit Girolamo außen, der Sieger. Pastorius hat gewonnen. Pastorius mit Terry Hellier hat außen gegen Novelist und gegen Girolamo gewonnen. Einlauf auf die entscheidenden 500 Meter und die Führung bei Macau. Noch an der Innenseite kommt Salon Soldier und da ist Black Arrow. Black Arrow geht nach vorne, wird angegriffen von Balticorp und von Girolamo an der Außenseite. Novelist, Black Arrow, Girolamo und dann kommt Novelist aber mit Balticorp, Girolamo, Girolamo an der Spitze und außen kommt Novelist, 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 die Alster. Vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, Sparda, 143. Deutsches Derby. Sieger ist die 5 Pastorius. Auf dem zweiten Platz nach Auswertung der Zielfotografie die 1 Novelist mit einem kurzen Kopf vor der 7 Girolamo. Auf dem vierten Platz die 8 Baltic Rock und fünfter die 2 Black Arrow. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, Sparda, 143. Deutsches Derby, Sieger Pastorius, die Nummer 5, zweites Pferd, die 1, Novelist, dritter die 7, Girolamo, vierter die 8, Baltic Rock und fünfter die 2, Black Arrow. Ja, meine Damen und Herren, was war das für ein deutsches Derby? Sparda, 143. deutsches Derby. Was war das für ein Endkampf? Packend bis zur letzten, zur allerletzten Sekunde, bis zum allerletzten Galoppsprung. Und als man schon dachte, Novelist hat es vielleicht gepackt, er oder Girolamo, der Favorit oder der Hamburger Jung, das war ziemlich egal. Und dann kommt einer außen angeflogen, den hatten die wenigsten auf der Rechnung. Pastorius, meine Damen und Herren, ist der Sieger im 143. Sparda Deutschen Derby für den Stall Antanando. Zum ersten Mal nach vielen, vielen zweiten Plätzen kann sich Mario Hofer in die Derby-Siegerliste eintragen. Und endlich, das muss man auch sagen, viele hatten es erwartet, wie heute mit Novelist, damals mit Lumitas. Das war 1991, als Frankie Dettori dem Terry mit Temporal gegen Lumitas die Butter vom Brot nahm auf den letzten Metern. Ich werde mich da sehr lange und sehr gut daran erinnern können, weil ich das Rennen ja schon kommentiert habe. Es war mein 30. Derby jetzt. Und man hat dem Terry das übel genommen, sehr übel genommen. Heute wird man ihn, Wolke 7 ist gar nichts. Wird man ihn tragen, verehren. Das, was der Mann verdient hat in vielen, vielen Jahren als Jockey, als Spitzenjockey. Nicht umsonst sagt man, Terry Hellier, ein Mann nicht für gewisse Stunden, für die großen Rennen. Und heute hat er es bewiesen, ich möchte mal sagen, mit einem abgebrühten, ja, man kann den Ausdruck ruhig nennen, abgewichsten Ritt. Ganz außenrum, äußere Spur und im richtigen Moment zugeschlagen. Pastorius für den Stall Antanando. Mario Hofer in Krefeld ist der Trainer. Und der Siegreiter, meine Damen und Herren, Terence Hellier. Ja, man kann sich schon jetzt auf eine Revanche freuen, wenn es wieder Pastorius gegen Novelist und Girolamo heißen wird. Der eine oder andere wird sich dazu gesellen. Uns besteht ein tolles Jahr bevor. Heute, hier und heute, hat nur einer gewonnen. Programm Nummer 5, Pastorius, ein Soldier Hollow Sohn. Man hat immer gesagt, bei 2000 Meter war bei Soldier Hollow
das Stehvermögen am Ende. Vielleicht stimmt das auch. Keine Ahnung. Das wird sich in Zukunft zeigen. Terry Hellier hat gezeigt, dass es auch über 2400 Meter geht. Und da gebührt ihm noch einmal Ihr Applaus. Applaus hat auch der Trainer verdient, denn der hat Pastorius schon am 28.05., als er im Mühlensrennen deutlich unter den Erwartungen blieb, in Watte gepackt. Er hat ihn beiseite gestellt, hat gesagt, deine nächste Aufgabe ist das deutsche Derby in Hamburg und dann bist du wieder fit and well. Und heute hat er es gezeigt. Das eine oder andere Wort verdienen die Zweit- und Drittplatzierten Novelist. Ja, jeder, eigentlich jeder hatte mit einem Sieg gerechnet. Aber immer dann, wenn alles so klar ist, wenn alles so deutlich auf dem Papier aussieht, dann klappt es dann doch nicht. Dann ist einer eben schneller. Heute war es Pastorius. Ganz groß verkauft hat sich Girolamo und saß lange nach einem Sieg aus von Andra Starke für das Gestüt Ebbesloh. Aber da ist der Held. Terry Hellier. Endgültiger Richterspruch zum 143. Sparda Deutsches Derby, das 10. Rennen. Sieger die 5 Pastorius, zweites Pferd die 1 Novelist, dritter die 7 Girolamo, viertes Pferd die 8 Baltic Rock, fünfter die 2 Black Arrow, sechstes Pferd war die 10 Andolini, siebter die 3 Salon Soldier, achtes Pferd die 11 Nostro Amico, neunter die 14 Anakin Skywalker, zehnter war die 4 Feuerblitz, elfter die 15 Macau, zwölftes Pferd die 12 Milord, dreizehnter die 13 Rashen Chong und vierzehnter die 9 Manu Diao. Die Abstände betrugen für den Sieger Pastorius. Er gewann nach Kampf mit einer halben Länge. Die weiteren Abstände kurzer Kopf, ein Viertel, dreieinhalb Kopf, Hals, halbe Kopf und 8 Längen. Die Zeit des Rennens 2 Minuten 32,23 Sekunden. Sparda 143. Deutsches Derby, die Siegerehrung. Ich bitte auf das Siegerehrungspodest den Präsidenten des Hamburger Rennclubs Eugen Andreas Wahler und den Senator Michael Neumann.
Wir werden jetzt die Hauptdarsteller dieses Derbys einzeln auf das Podium bitten. Der Sieger im Sparda 143. Deutschen Derby war der dreijährige Hengst Pastorius. Der Besitzer ist der Stall Antanando. Dahinter verbirgt sich Franz Prinz von Auersberg. Gratulation! Die Ehrenpreise werden übergeben für die Sparda-Bank von Bernhard Westerhoff und Yvonne Zimmermann vom Vorstand der Sparda-Bank Hamburg. Die Sparda-Bank ist mit 250.000 Mitgliedern die größte Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet und zählt zu den innovativsten Kreditinstituten Deutschlands. Wir bedanken uns sehr bei der Sparda-Bank für den Sieg. Und den Trainer, den wollten wir eigentlich hier hochbitten, da steht er schon. Der Trainer von Pastorius, begleitet von seiner Tochter Steffi, Mario Hofer aus Krefeld. Gratulation! Das wissen wir schon, dass es das erste Derby war. Da wird noch ein bisschen gerockt. Der Jockey, der das Derby gewonnen hat, sein erster Derby-Ritt 1989 auf Bündheimer, so lange ist das schon her. Heute hat er es erstmals geschafft. Terry Hellier, Gratulation. So, jetzt können wir auch die Ehrenpreise übergeben, denke ich mir. Wie gesagt, Yvonne Zimmermann und Bernhard Westerhoff vom der Sparda Bank und Senator Michael Neumann. So, Siegerfoto. Bevor wir ein kurzes Gespräch mit den Siegern machen, es gibt, meine Damen und Herren, das ist gute Tradition, einen Ehrenpreis für den Besitzer des zweitplatzierten Pferdes im Deutschen Derby. Und deshalb möchte ich jetzt bitten, auch Dr. Christoph Bergler hier auf das Podium zu kommen. Herr Dr. Bergler. Und diesen Ehrenpreis übergibt traditionell Else Schnabel. Meine Damen und Herren, Dr. Bergler, ich erinnere mich sehr düster, vor einigen Jahren war das schon mal einmal der Fall. Da hat er nach Night Tango hier den zweiten Platz, mit Night Tango den zweiten Platz belegt. Und diesmal erneut mit Novelist, das ist sicherlich heute etwas bitterer. Herr Wüste. Den Ehrenpreis für den Besitzer des zweitplatzierten Pferdes, Dr. Christoph Bergler, übergibt jetzt Frau Else Schnabel. Also, jetzt gehen wir mal ein bisschen an das Team ran. Ich habe gehört, Franz, dass du das Pferd abmelden wolltest wegen der äußeren Startbox. Ist das insofern richtig? Ich wollte es nicht nur abmelden, ich wollte es schlachten und verkaufen, ja. Ja, das ist natürlich nur mal Spaß. Aber ihr habt darüber diskutiert. Wir hatten darüber diskutiert. Also ich habe einen Anruf gekriegt, der so unglücklich gewesen ist. Dann habe ich den Mario angerufen, dann habe ich den Christoph Bergler angerufen. Und beide haben mich davon überzeugt, dass das einfach ein Nonsens ist. Und ich bin froh, dass sie mich überzeugt haben und heute das Rennen gemacht haben. Du hattest einen Herzinfarkt überstanden. Wie geht es jetzt im Moment gesundheitlich? Nach dieser etwas unspannenden Veranstaltung? Also, kurz danach ging es mir ziemlich schlecht. Aber ich muss sagen, jetzt geht es mir wieder wunderbar. Es fängt sich an, wieder alles zu normalisieren. Und das ist der schönste Reitertag in meinem Reiterleben, den ich bis jetzt im Pferderennsport habe. Mario, ich glaube, du hast dann Franz erzählt, welche Pferde alle mit äußerer Startbox im Derby gut gelaufen sind. Ist das so ungefähr richtig? Ja, stimmt. Adlerflug hat mit einer Nummer 15 gewonnen und wir heute auch mit der 15.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, man ist sicherlich mit einer Chance rangegangen, wo man gesagt hat, wir sind chancenreiche Außenseiter. Das ist doch reell gewesen. Ja, vor dem Rennen war für mich Nobelist nicht zu schlagen. Aber ich habe schon dem Pferd zugetraut, 2, 3, 4 zu sein, weil der sehr, sehr gut gelaufen ist in Krefeld, im Busch und im Münzrennen in Köln. Da war er nachher krank, der war verschleimt, das haben wir behandelt. Und er hat in der Arbeit einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Und er hat letztes Jahr schon ein Grupperennen sehr überlegen gewonnen. Also wir wollten nicht Statist sein, wir wollten schon Geld mitbringen. Es hat auch endlich mal geklappt. Ich erinnere mich vor 2 Jahren mit Sasu. Du warst doch sehr niedergeschlagen, trotz des 2. Platzes. Da kam ein Engländer nachgenannt. Aber irgendwann klappt es dann doch mal. Ja, bei Sasu war ich sehr sauer, weil mir klar war, dass man so ein gutes Pferd nicht immer im Training hat. Und wenn man dann Zweiter ist, weiß man nicht, wann man wieder die Chance bekommt, dass es 2 Jahre später wieder wird. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Gut, Terry Hellier, wir haben uns eben kurz schon unterhalten. 1989, Bündheimer, der erste Derby-Sieg. Das ist ja fast eine Ewigkeit her. Du hast doch schon mal aufgehört zwischendurch und im doch etwas vorgerückten Jockeyalter hat es jetzt endlich mal geklappt. Richtig, ich freue mich auch sehr, weil das war das ganze Jahr mein Mummpferd, auch letztes Jahr. Ich habe immer an ihm geglaubt, wie die Trainer jetzt vorhin erzählt hat, war ein bisschen verschleimt und letztes Mal war der Boden gegen ihn, die feste Bahn war nicht. Aber ich habe schon geglaubt, dass er stehen kann. Also zumindest 2-2-2 kann er stehen. Ein nicht ungeschickter Ritt, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich das ganz genau anguckt. Du hast dich so ein bisschen hinter Novelist gelegt. Richtig, ich habe immer gesehen, Novelist war vor mir und das war Pferd nochmal zu schlagen. Und wurde gerade angezogen, wo er schnell wurde, habe ich natürlich mitgegangen. Das war mit nach außen weggelaufen, aber der war dabei noch schnell und es hat noch gereicht. Ich hatte immer ein bisschen Bedenken, kommt er eigentlich über den Weg? Aber das hat man heute gesehen, richtig, es hat richtig geklappt. Ja, der schaltet auch gut ab. Wenn er am hinteren Feld ist, dann relaxt er und dann atmet er auch richtig. Und dadurch hatte ich eigentlich gar kein Bedenken, weil zu Hause war der genauso. Wenn du hinterm Feld hältst, dann geht auch die 2-4. Ne? Okay, Riesensieg, Riesenteam und ein Team, was zum ersten Mal hier steht. Das ist auch immer eine sehr angenehme Geschichte, denke ich mir. Hals und Bein allen Beteiligten, was Pastorius anbetrifft und auf ein neues nächstes Jahr.